Diva ist ja erfunden worden für Opernsängerinnen. Also Opern, die waren die ersten Diven. Und wir haben heute Abend hier eine echte Opernsängerin. Ja, die ist, ja, die verbindet Oper mit Witz. Das, ich glaube, das ist verboten. Also ich habe das noch nie, ne? Und die ist aber von innen, ist, also die ist auch irgendwie eine Diva. Und sie singt live eine ganz schwere Arie, Königin der Nacht, aus der Zauberflöte von Puccini. Ja, ich liebe Opern. Ich finde es so scheiße, dass man die Frauen nie versteht. Ja, eine Diva aus der Kurpfalz, Katharina Herb. Puccini, ja klar. Puccini. Vielen Dank. Ich habe mich immer gefragt, wo Zauberflöte, ja klar, Puccini, jetzt weiß ich es auch. Und dass man uns nicht versteht, das ist natürlich auch wahr, ja. Nee, Gerbock hat recht, man kann es nicht verstehen und wisst ihr, warum man uns nicht verstehen kann? Weil wir müssen ja, wir als Frauen, wenn wir singen sollen, müssen ja sehr hoch singen. Und um sehr hoch zu singen, hat man nur eine Chance, man muss den Mund aufmachen. Und jetzt nicht nur den äußeren, sondern vor allen Dingen auch den inneren. Das heißt, bei uns auf der, in der Kurpfalz, wo ich herkomme, gosch, uff. Also wenn ich einen hohen Ton singen möchte, dann mache ich Folgendes. Räuspern man eigentlich nicht, aber jetzt hier muss man mal kurz... Ihr habt jetzt gemerkt, es ist so ein A-Vokal, irgendwie sowas ähnliches war das. Es könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt ein Wort singen muss, hoch, das einen engeren Vokal hat, ein O. Dann muss ich immer noch meine Kehle öffnen, innen wie außen, aber ich muss trotzdem ein O formen. Was mache ich? Also ich mache ihren... Oh, nicht hochgucken. Ich muss hochgucken. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Nochmal A. Das war's, A. Riesenunterschied, oder? Ihr merkt schon. Und jetzt Achtung, ein E. Achtung, ein E. Ist ja noch ein viel ekligerer Vokal. Ist doch ganz eindeutig ein E. Frag mich nicht nach dem I und nicht nach dem U. Wusstet ihr nicht, ne? Ihr seid gar nicht schuld. Es liegt nicht an euch. Es liegt an uns. Es liegt an uns. Es gibt aber einen Menschen, der ist auch aus dem Kabarett. Das ist Viktor Borge. Es gab einen Menschen, Viktor Borge, mein großes Vorbild. Klavierspieler. Der hat einen, naja, ein Hilfsmittel erfunden, womit man wenigstens grammatikalisch verstehen kann, was wir Sängerinnen da auf der Bühne tun. Indem er, und das nennt sich phonetische Interpunktion, wurscht, wenn ihr es noch nicht gehört habt, indem er einfach gesagt hat, hey, wir sollten jeden Punkt, jedes Komma, jedes Ausrufezeichen einfach mitsingen. Wenn ich einen Punkt zu singen hätte, würde ich machen. Das ist eindeutig ein Punkt, oder? Oder ein Komma, Ausrufezeichen, das ist ein Strich mit einem Punkt. Was gibt's noch? Gedankenstrich. Okay, also wenn ich einen nicht habe, dann werdet ihr es schon merken. Ihr hört jetzt also an dem Beispiel der Königin der Nacht die phonetische Interpunktion von Viktor Borge. Bitte, Herr Kapellmeister. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Schmerzen, so bist du
Habe ich leider keinen Bart mehr. Okay. Super. Und die haben alle verstanden. Die haben alle verstanden. Ja, verstanden. Ja. Puccini. 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 Okay, das war's. Das war die letzte Ladies Night in diesem Jahr. Die nächste Ladies Night ist im März. Da hoffe ich, euch alle wiederzusehen. Hier und daheim und im Bildschirm. Mit dabei heute Abend Katharina Herb. Aus Köln, Ruth Schäfer.